Sascha Hehn, geboren am 11. Oktober 1954 in München, ist ein bekannter deutscher Film- und Fernsehschauspieler. Er beeindruckte das Publikum durch viele denkwürdige Rollen in seiner Karriere. Doch hinter dem Ruhm seiner Karriere steckt auch das Leben von Sascha Hehn voller Traurigkeit und Tragödie. Sascha Hehn begann seine Schauspielkarriere bereits als Student und erzielte schnell große Erfolge. Er wirkte in vielen deutschen Spielfilmen mit, darunter Schloss Hubertus. In den 1970er Jahren begann Hehn, in Pornofilmen aufzutreten, meist unter der Regie von Regisseur Ernst Hofbauer. Obwohl diese Filme nicht den Höhepunkt seiner Karriere darstellten, halfen sie Hehn, dem Publikum bekannt zu werden, und ebneten den Weg für spätere größere Rollen. 1976 spielte Sascha Hehn in dem australisch-deutschen Koproduktionsdrama The Outsiders die Rolle des Pete Jarrett, eines jungen Mannes, der seinem Großvater, Down Under, in Australien, folgt. Diese Rolle verhalf Hehn zu größerer Anerkennung und markierte einen wichtigen Schritt in seiner Karriere. Hehn ist auch für seine Rolle als Baron Gottfried von Kramm in The Barbara Hutton Story, einer internationalen Fernsehserie, bekannt. Diese Rolle verhalf ihm dazu, beim internationalen Publikum Anerkennung zu finden und seine Position in der Filmindustrie zu festigen. Sascha Hehn trug auch zum langfristigen Erfolg zweier berühmter deutscher Fernsehserien bei, Schwarzwaldklinik als Dr. Udo Brinkmann und Das Traumschiff als Intendant Viktor. Außerdem spielte er zahlreiche Nebenrollen in der beliebten Fernsehserie Inspektor Derrick. Diese Rollen brachten Hehn nicht nur Berühmtheit, sondern halfen auch dabei, die Liebe des in- und ausländischen Publikums zu gewinnen. Sascha Hehn ist nicht nur beruflich erfolgreich, sondern hat auch privat viel Freude. Er war schon immer als ein Mensch bekannt, der Freiheit und Abenteuer liebt. Reisen und das Erkunden neuer Länder waren schon immer seine große Leidenschaft. Hehn erzählte einmal, dass er in seiner Freizeit oft reist und die Schönheit der Natur genießt. Außerdem ist Hehn auch ein Sportbegeisterter. Er betreibt gerne sportliche Aktivitäten wie Schwimmen, Joggen und Klettern. Diese Aktivitäten tragen nicht nur zur Erhaltung der Gesundheit bei, sondern bringen auch Freude und Entspannung nach stressigen Arbeitstagen. Obwohl es viele Freuden gab, mangelte es Sascha Hehns Leben nicht an Traurigkeit und Tragik. Er erlebte in seiner Karriere schwierige Zeiten, insbesondere als er mit Kritik und Kontroversen im Zusammenhang mit seiner Beteiligung an Pornofilmen in der Vergangenheit konfrontiert wurde. Obwohl er versuchte, sein Talent zu überwinden und zu bekräftigen, verfolgten ihn die emotionalen Wunden aus den frühen Tagen seiner Karriere immer noch. Darüber hinaus musste Hehn auch in seinem Privatleben Einbußen hinnehmen. Der Tod seiner Lieben und Freunde hinterließ unvergesslichen Schmerz in seinem Herzen. Momente der Einsamkeit und Leere machen Hehn manchmal müde und traurig. Sascha Hehn hat in seinem Leben viele Lieben erlebt, aber nicht immer das vollkommene Glück erreicht. Er war einmal verheiratet, aber die Ehe hielt nicht und die beiden beschlossen, sich zu trennen. Obwohl er viele Liebesbeziehungen hatte, schien es, als ob ihm die wahre Liebe immer entgangen wäre. Hehn teilte einmal mit, dass Liebe ein wichtiger Teil des Lebens sei, es aber nicht immer leicht sei, sie zu finden und zu bewahren. Das Scheitern in der Liebe hinterließ viel Schmerz und Bedauern in seinem Herzen. Er glaubt jedoch immer noch an die Liebe und hofft, eines Tages das wahre Glück zu finden. Auch wenn das Leben viele Schwierigkeiten und Herausforderungen mit sich bringt, findet Sascha Hehn dennoch im Alltag kleine Freuden und Glück. Er liebt es, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen und glückliche und herzliche Momente mit ihnen zu teilen. Hehn findet auch Freude an der Arbeit,
wenn er sich für die Kunst einsetzt und einbringt. Er sagte einmal, dass es das Wertvollste sei, die Freude und das Glück in den Augen des Publikums zu sehen, egal wie viele Tragödien und Traurigkeiten er erlebe, wenn er seine Filme sieht. Das ist für ihn die größte Motivation, seiner Leidenschaft und Karriere weiter nachzugehen. Sascha Haen hatte nicht nur Erfolge, sondern musste im Leben auch viele Misserfolge hinnehmen. Allerdings betrachtet er diese Misserfolge immer als wertvolle Lektionen, um zu wachsen und sich zu verbessern. Haen hatte in seiner Karriere mit Schwierigkeiten zu kämpfen, als seine Rollen nicht geschätzt wurden oder seine Filme nicht den erwarteten Erfolg hatten. In Zeiten wie diesen ließ er sich nicht entmutigen, sondern versuchte stets, seine schauspielerischen Fähigkeiten zu erlernen und zu verbessern. Er teilte einmal mit, dass das Leben nicht immer reibungslos verläuft, aber das Wichtigste ist, dass wir wissen, wie wir nach jedem Sturz wieder aufstehen und weitermachen können. Seine Misserfolge halfen ihm, stärker und widerstandsfähiger zu werden und den Wert von Einsatz und Hingabe besser zu verstehen. Sascha Haen hat trotz aller Höhen und Tiefen und Tragödien in seinem Leben stets seine Leidenschaft und Liebe zur Kunst bewahrt. Er war ein talentierter Schauspieler, ein Abenteuer- und Sportliebhaber. Auf die Qualitätseffekte konnten ganz unterschiedliche Arbeiten sowohl im Ausland als auch bei uns in Deutschland zeigen, dass letztlich ausschlaggebend für die Frage, ob es positive Effekte gibt und auch wie lange man die noch messen kann, letztlich die Prozessqualität ist. Und man konnte auch zeigen, dass qualitativ hochwertige Interventionsprogramme große und auch lang anhaltend positive Effekte haben auf kindliche Entwicklung bis sogar ins Erwachsenenalter hinein. Wenn man jetzt schaut, was passiert, wenn die Kinder in die Schule kommen, da ist es so, dass die schulische Qualität natürlich dann auch eine große Rolle spielt, die Unterrichtsqualität, die die Kinder in den Schulen erfahren. Aber es gibt zum Beispiel eine englische Studie, die zeigen konnte, dass qualitativ hochwertige Preschool-Erfahrung letztlich sowas ist wie ein Schutzfaktor für schlechte Unterrichtsqualität in der Grundschule. Das heißt, wenn Sie ein Kind haben, was vorher in einer sehr guten Preschool war, dann wird es unter schlechter Unterrichtsqualität in der Grundschule nicht so stark leiden, weil es eben schon diesen positiven Grundsockel aufgebaut hat. Wenn es Glück hatte und in beiden Fällen eben in guten Schulen oder Preschools gelandet ist, dann addierten sich diese Effekte fast auf. Das heißt, diese Interaktion dann der Qualitäten von vorschulischer Betreuung und schulischer Betreuung sind natürlich auch ganz wichtige Aspekte. Wir sehen in der Forschung, dass die Qualitätseffekte im Bereich der kognitiven Entwicklung, im mathematischen, im sprachlichen Bereich in der Regel größer sind als im sozioemotionalen Bereich. Das liegt aber auch einfach daran, dass wir den sozioemotionalen Bereich deutlich schlechter messen können als den kognitiv-sprachlich-mathematischen Bereich. Wir haben bei unserem Arbeitsbereich selber kürzlich eine Meta-Analyse durchgeführt, die speziell auf die europäischen Studien fokussiert hat, weil bisherige Meta-Analysen auf den amerikanischen Bereich fokussiert haben. Die Meta-Analyse beschäftigt sich hierbei damit, die Effekte und Effektgrößen, die unterschiedliche Studien gefunden haben, zu aggregieren, sodass man hier zu einer Schätzung kommen kann, was letztlich der Gesamteffekt der Qualität früher Bildung und Betreuung ist. Das ist eine Meta-Analyse, die im Rahmen des Dissertationsvorhabens meiner Kollegin Hanna Ulferts entstanden ist und im Rahmen eines EU-Projekts, des EU-Projekts CARES. Und wir haben hier eben zum einen unterschieden,